Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Demon Highlander. Die Modern Horizon 2 Spoiler Season geht weiter und wir haben eine neue legendäre Kreatur erhalten. Ihr Name ist Svealun of Sea and Sky und kostet insgesamt 3 Mana, ist eine legendäre Kreatur mit dem Kreaturentyp Meervolk und Gott. Sie ist eine 3-4er Kreatur und solange wir 2 oder mehr Meervolk-Kreaturen besitzen, ist unser Commander unzerstörbar. Und immer wenn sie angreift, können wir eine Karte ziehen. Andere Meervolk-Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Ward 1. Das bedeutet, wenn sie das Ziel eines Zauberspruchs oder Fähigkeit wird, die ein Gegner kontrolliert, wird diese Fähigkeit oder Zauberspruch neutralisiert, es sei denn, der Beherrscher bezahlt ein generisches Mana. Dies ist schon ein ziemlich cooler Commander in Mono-Blau rund um die Tribal-Thematik von Meervolk herum. In der Vergangenheit hatten wir nicht ganz so viele legendäre Kreaturen mit dem Kreaturentyp Meervolk. Eine zum Beispiel aus Invasion ist Impress Galina, welche ursprünglich mal als Kreatur mit dem Kreaturentyp Legende erschienen ist. Allerdings gibt es diesen Kreaturentyp ja seit einigen Jahren nicht mehr und daher ist sie auch Meervolk und Nobel. Hierbei können wir 2 blaue Mana bezahlen und sie tappen, um die Kontrolle über eine Legende oder legendäre bleibende Karte zu erhalten. Dieser Effekt endet auch nicht am Ende des Zuges. Auch eine andere ziemlich alte Meervolk-legendäre Kreatur war Ambassador Laquatus, wo wir für 3 Mana die obersten 3 Karten einer Bibliothek in den Friedhof millen konnten. Dies war damals schon eine ziemlich coole Fähigkeit, allerdings war zum Zeitpunkt von Qualen, wo diese Karte erschienen ist, das Commander-Format noch gar nicht so ausgereift oder noch gar nicht so richtig existent unter den meisten Spielern. Dies hindert uns allerdings nicht, Ambassador Laquatus auch in unser Deck zu packen. Den ersten richtig brauchbaren Commander für Meervolk haben wir allerdings erst im Jahr 2017 erhalten. Der Name war Kopala, Warden of Waves und hat auch ebenfalls 3 Mana gekostet. Zaubersprüche, die unsere Gegner ausspielen, die ein Meervolk, das wir kontrollieren, als Ziel haben, kosten 2 generische Mana mehr. Und auch Fähigkeiten, die unsere Gegner kontrollieren, mussten auch mit 2 weiteren Mana aktiviert werden. Die Idee hinter Kopala und Svealun of Sea and Sky ist relativ ähnlich. Wir wollen mit unserem Commander unsere anderen Meervolk-Kreaturen schützen. Der Vorteil an Svealun ist allerdings, dass wir eine Karte ziehen können, wenn sie angreift und Unzerstörbarkeit erhalten kann. Die Idee an einem Meervolk-Deck ist, dass wir ziemlich viele kleine Kreaturen spielen, die den Kreaturentyp Meervolk haben. Daher brauchen wir auch irgendwelche Kreaturen, die unsere Meervolks noch verstärken können, wie zum Beispiel Meervolk Sovereign, für insgesamt auch wieder 3 Mana erhalten Meervolk-Kreaturen, die wir kontrollieren, +1/+1. Zudem können wir den Meervolk Sovereign tappen, um ein Meervolk bis zum Ende des Zuges unblockbar zu machen. Ähnlich ist der Merrow Wejeri. Für insgesamt 3 Mana erhalten wir hier wieder ein Meervolk mit Stärke und Widerstandskraft von 2/2 und andere Meervolk-Kreaturen, die wir kontrollieren, erhalten +1/+1. Immer wenn wir dann einen Meervolk-Zauberspruch ausspielen, können wir eine bleibende Karte tappen oder enttappen. Dies ist natürlich ziemlich vorteilhaft, weil wir so vor der Angriffsphase Meervolk-Zaubersprüche ausspielen können, um die gegnerischen Kreaturen so zu tappen, dass wir mit einer richtig starken Meervolk-Armee in der Kampfphase durchrücken können. Allerdings ist es auch möglich, Karten, die wir haben, zum Beispiel zu enttappen und so irgendwelche Kombos in Gang zu bringen. Ziemlich cool ist auch Master of Pearl Trident. Für insgesamt 2 Mana erhalten wir hier einen Meervolk, das wiederum auch andere Meervolk-Kreaturen, die wir kontrollieren, verstärken kann. Mit +1/+1. Und sie erhalten Inseltarnung. Das bedeutet, wenn diese Kreatur mit Inseltarnung einen Spieler angreift, der eine Insel kontrolliert, ist sie für diesen Spieler unblockbar. Das ist natürlich enorm stark, da wir so die Möglichkeit haben, mit Einzelkreaturen, die wir haben, ungeblockt durchzukommen. Im Fall unseres Commanders, immer wenn sie angreift, können wir ja eine Karte ziehen, haben wir sogar so die Möglichkeit, einen Spieler anzugreifen, der eine Insel hat, der dann unseren Commander im Kampf nicht mehr totblocken kann. Also ein gewisser Schutzmechanismus steckt auch hier hinter. Exakt gleich ist da der Lord of Atlantis, der allen Meervolk +1/+1 gibt und Inseltarnung. Generell aus Coolness-Gründen würde ich den Lord of Atlantis in dieses Deck packen, da er ein ziemlich cooles Artwork hat und eine sehr alte Karte ist. Aufgrund dieses Kultfaktors ist der Lord of Atlantis allerdings auch eine teure Karte am Tauschmarkt. Stonybrook Benerit ist hier eine Meervolk-Kreatur, die direkt schon Inseltarnung mit sich bringt. Zudem hat diese Kreatur noch eine weitere Fähigkeit, die besagt, dass Meervolk-Zaubersprüche und Wizard-Zaubersprüche, die wir ausspielen, ein generisches Mana weniger kosten zum Ausspielen. So erhalten wir nochmal einen kleinen Boost und unsere Kreaturen werden alle ein kleines bisschen günstiger. Eine absolute Musskarte ist natürlich auch der Hull Breacher, den wir sowieso in fast jedem blauen Deck ausnahmslos vorfinden.
Das Coole allerdings ist, dass er auch ein Mehrfolg ist und aufgrund dessen schon ziemlich gut in unser Deck passt. Er ist eine 3-2er Mehrfolk-Kreatur für insgesamt 3 Mana und er hat Flash, das heißt, wir können ihn immer dann spielen, wenn wir auch einen Spontanzauber spielen könnten. Und immer wenn ein Gegner eine Karte ziehen würde, die nicht die erste ist in seinem Ziehsegment am Anfang des Zuges, dann zieht dieser Gegner leider keine Karten mehr und wir erzeugen stattdessen so viele Treasure Token, die wir wieder opfern können, um ein Mana einer beliebigen Farbe zu unserem Mana Pool hinzufügen zu können. Sehr gut in dieses Deck passt allerdings auch das legendäre Verzauberungsartefakt Bident of Tassa rein. Für insgesamt 4 Mana erhalten wir dieses Artefakt und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, einem Spieler Kampfschaden zufügt, dann können wir eine Karte ziehen. Das Gute ist allerdings nicht nur, dass wir mit unseren Kreaturen hier gegebenenfalls Karten ziehen können in der Kampfphase, wir können auch insgesamt 2 Mana bezahlen und diese Artefakt tappen und Kreaturen eines Gegners unserer Wahl greifen in diesem Zug an, wenn möglich. So haben wir die Möglichkeit, einen Gegner aus seiner Komfortzone herauszuholen und ihn dazu zwingen, dass er angreifen muss. So können wir natürlich geschickt in der Angriffsphase gut die Kreaturen unserer Gegner totblocken und so viele Kreaturen wie wir haben wie möglich übrig lassen, um dann in der nächsten Angriffsphase unseren Gegner zu überrennen. Da wir in Blau auch wahrscheinlich sehr viele Neutralisationszauber spielen, sollte der Lullmage Mentor auf jeden Fall in unser Deck. Nicht nur, dass er ein Mehrfolgzauberer ist, für insgesamt 3 Mana erhalten wir hier eine Kreatur, die besagt, immer wenn ein Spruch oder eine Fähigkeit, die wir kontrollieren, einen Zauberspruch neutralisiert, dann erzeugen wir einen 1-1er blauen Mehrfolg-Kreaturenspielstein. Zudem können wir 7 ungetappte Mehrfolg, die wir kontrollieren, tappen, um dann wiederum einen Zauberspruch zu neutralisieren. Okay, zugegeben, 7 ungetappte Mehrfolg werden wir sehr wahrscheinlich kaum im Spiel haben. Aber dadurch, dass wir neutralisieren können, erhalten wir zusätzlich hier auch Kreaturenspielsteine mit dem Kreaturentyp Mehrfolg, die auch wieder durch andere Karten in unserem Deck verstärkt werden und supportet werden. Sollten wir allerdings dann doch irgendwann mal 7 ungetappte Mehrfolg haben, können wir diese natürlich auch im Zug unseres Gegners nutzen, um einen Zauberspruch von ihm zu neutralisieren. Sehr cool finde ich generell die Level-Up-Mechanik und deshalb darf Coral Helm Commander in diesem Deck nicht fehlen. Nicht nur, dass er Commander im Namen hat, ich finde ihn auch vom Artwork her ziemlich beeindruckend. Wir können für ein generisches Mana ihn aufleveln. Und wenn wir dann ihn auf Level 2 bis 3 gebracht haben, ist er eine 3-3-Kreatur mit Flugfähigkeit. Und wenn wir ihn auf Level 4 oder höher gebracht haben, ist er eine 4-4er-Kreatur mit Flugfähigkeit. Und andere Mehrfolg, die wir kontrollieren, erhalten +1/+1. Die absolute Power in der Kampfphase erhalten wir allerdings erst so richtig durch den Wake Treasure. Für insgesamt 3 Mana erhalten wir hier einen 1-1er Mehrfolg, der zunächst erstmal sehr unscheinbar erscheint. Aber immer wenn wir eine bleibende Karte enttappen, dann erhält der Wake Treasure +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Dies ist natürlich enorm stark, wenn wir mit unseren ganzen Mehrfolg-Kreaturen unseren Gegner angreifen und im nächsten Zug dann alle Kreaturen enttappen und so den Wake Treasure enorm pumpen können. Zudem zählen zu diesen bleibenden Karten natürlich auch alle unsere Länder, die wir enttappen zu Beginn unseres Upkeeps. Auch hierbei erhalten wir für jedes Land, das wir enttappen, +1/+1 auf den Wake Treasure bis zum Ende des Zuges. Das Spiel findet seinen Höhepunkt, wenn der Wake Treasure auch noch Inseltarnung erhält. So ist es möglich, mit einer richtig starken Kreatur ungeblockt zu unserem Gegner durchdringen zu können, wenn dieser eine Insel kontrolliert. Daher müssen wir es in diesem Deck auch schaffen, in irgendeiner Form unserem Gegner eine Insel unterzujubeln. Dies schaffen wir zum Beispiel mit dem Tidal Warrior. Für ein blaues Mana erhalten wir hier eine 1-1er Kreatur, die wir tappen können, und ein Land unserer Wahl wird zu einer Insel bis zum Ende des Zuges. Diese Fähigkeit ist in Blau nicht ganz so selten. Daher sollten wir die Augen offen halten nach ähnlichen Fähigkeiten, wenn wir auf die Inseltarnung-Mechanik Wert setzen. Ebenfalls ziemlich stark ist der True Name Nemesis. Für insgesamt 3 Mana erhalten wir hier eine 3-1er-Kreatur und wenn er das Spielfeld betritt, suchen wir uns zunächst erstmal einen Spieler aus. Der True Name Nemesis hat Schutz vor dem ausgesuchten Spieler. Dies ist natürlich sehr stark, da der ausgewählte Spieler dann keinen Zauberspruch mehr auf den True Name Nemesis spielen kann. Auch sämtliche Fähigkeiten können von diesem Spieler nicht mehr auf den True Name Nemesis eingesetzt werden. Der Weg in eine sehr gute Angriffsphase ist also auch hier geebnet. Da wir hier ein Tribal Deck spielen, sollten wir auch auf jeden Fall gewisse Tribal Karten spielen, die standardmäßig in fast jedem Tribal Deck vorhanden sind, wie zum Beispiel der Vanquisher's Banner. Für insgesamt 5 Mana erhalten wir dieses Artefakt und müssen dann einen Kreaturentyp bestimmen, wenn er das Spielfeld betritt. Hier wählen wir optimalerweise natürlich wieder Mehrfolg aus. Und Kreaturen mit diesem Typ erhalten +1/+1. Immer wenn wir einen Kreaturenzauberspruch spielen mit dem ausgesuchten Typ, ziehen wir eine Karte und haben so eine richtig gute Card-Draw-Mechanik in unserem Deck. Auch der Coat of Arms oder zu Deutsch der Waffenrock sollte in unserem Deck nicht fehlen.
Für insgesamt 5 Mana können wir dieses Artefakt ausspielen und es hat eine Fähigkeit, die besagt, dass jede Kreatur +1/+1 erhält für jede andere Kreatur auf dem Spielfeld, das mindestens einen Kreaturentyp mit ihr teilt. Da unser ganzes Deck nur aus Mehrfolk besteht, können wir so unsere Mehrfolk-Kreaturen richtig stark pumpen und unseren Gegner in der Angriffsphase besiegen. Da wir unsere Mehrfolk-Kreaturen allerdings nicht unbedingt immer nur stärker machen wollen, sollten wir das Herald's Horn spielen. Für insgesamt 3 Mana erhalten wir dieses Artefakt und müssen auch hier wieder einen Kreaturentyp bestimmen. Kreaturen des ausgesuchten Typs kosten ein generisches Mana weniger. Hier haben wir also den Vorteil, dass unsere Karten wieder günstiger werden und wir so schneller ins Spiel starten können. Zu Beginn unseres Upkeeps schauen wir uns dann übrigens auch die oberste Karte unserer Bibliothek an. Wenn das eine Kreaturenkarte ist des bestimmten Typs, dann können wir diese Karte vorzeigen und auf unsere Hand nehmen. Dies macht das Spiel für uns sogar noch schneller, auch wenn wir in Blau natürlich deutlich bessere Card-Draw-Mechaniken haben. Ebenso sollte die Verzauberung Kindred Discovery nicht fehlen. Auch wenn diese Verzauberung das Spielfeld betritt, suchen wir uns wieder den Kreaturentyp Mehrfolk aus und immer wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, mit dem Kreaturentyp Mehrfolk dann das Spielfeld betritt oder angreift, ziehen wir eine Karte. So haben wir noch mehr Optionen auf unserer Hand, um das Spielgeschehen für uns zu entscheiden. Sehr gut ist da auch die Verzauberung Reflections of Lithiara, welche wir in Kaltheim erhalten haben. Für insgesamt 5 Mana ist diese Verzauberung relativ teuer, lohnt sich in unserem Mehrfolk-Deck aber auf jeden Fall. Denn auch hier müssen wir wieder einen Kreaturentyp bestimmen und immer wenn wir einen Zauberspruch spielen des bestimmten Typs, dann kopieren wir diesen Zauberspruch. Dies ist natürlich enorm gut, da die Kopie dieses Zauberspruchs das Spielfeld als Spielstein betritt. Wir müssen allerdings darauf achten, dass wenn wir Reflections of Lithiara gespielt haben, wir dann nicht mehr eine legendäre Kreatur ausspielen, da wir dann beide Exemplare verlieren würden. Wichtig ist also, dass zu dem Zeitpunkt unser Commander nicht mehr in der Command Zone liegt, sondern auf dem Spielfeld. Zu guter Letzt gibt es dann noch Tassas Oracle. Eine mittlerweile auch fast Standardkarte in jedem blauen Deck, was auf Kombos setzt. Für insgesamt 2 blaue Mana erhalten wir hier ein Mehrfolk mit Stärke und Widerstandskraft von 1-3. Wenn Tassas Oracle das Spielfeld betritt, dann schauen wir uns die obersten X-Karten unserer Bibliothek an, wobei X die Zugehörigkeit zu blau ist, also jedes blaue Mana-Symbol in bleibenden Karten, die wir kontrollieren. Dann nehmen wir eine davon und legen sie oben auf unsere Bibliothek und den Rest müssen wir in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek legen. Wenn allerdings X größer ist als die Anzahl an Karten in unserer Bibliothek, haben wir das Spiel gewonnen. Danke, dass ihr euch diese Folge bis zum Ende durchgeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal doch auf YouTube und hinterlasst einen schönen Kommentar. Ihr könnt uns allerdings auch auf Instagram folgen oder einer dieser beiden empfohlenen Videos als nächstes schauen. Wir würden uns freuen und sagen bis zum nächsten Mal bei Elder Demon Highlander.